Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und diesen Trick hier, den kennen wir ja schon mit einer Pop-Up-Kamera und diesmal habe ich ein weiteres Smartphone mit so einer Pop-Up-Kamera bekommen, einer Klasse höher als das des Huawei P Smart Z, nämlich das Xiaomi Mi 9T, wie man hier unten auch schon unschwer erkennen kann. Und ich möchte euch hier erst einmal ein kleines Unboxing zeigen. Dazu habe ich natürlich auch meine Schere schon parat, weil das Ganze hier noch in seiner Originalverpackung drin steckt. Und die wollen wir jetzt hier aufmachen und das Ganze dann mal aufreißen. Und dann zeige ich euch, was in dieser Verpackung drin steckt. Das Xiaomi Mi 9T, auch ein Smartphone mit eben, wie gesagt, dieser Pop-Up-Kamera, aber einem ganz anderen Display, nämlich einem AMOLED-Display mit 6,39 Zoll. Hier haben wir zunächst einmal Papierkram, gehe ich von aus. Wir machen es mal auf. Ein SIM-Eject-Tool, also eine SIM-Nadel, um eine SIM-Karte reinzustecken. Hier die Anleitung, User Guide und Garantie natürlich und auch eine Hülle, die Xiaomi direkt mit hineinpackt. Das heißt, hier haben wir auch eine Schutzhülle für das Gerät und da sehen wir auch schon eine große Aussparung für das Kamerasystem. Es ist nämlich ein Triple-Kamerasystem mit dem Highlight einer 48-Megapixel-Hauptkamera. Und das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Hier jetzt das Xiaomi Mi 9T selber und da sehen wir auch nochmal die Daten ganz grob, die das Gerät hat. 48 Megapixel Hauptkamera, 6,39 Zoll AMOLED Full HD Plus Display, 4000 mAh starker Akku und einem Qualcomm Snapdragon 730, was ich euch noch verraten kann, 6 GB Arbeitsspeicher sind da auch noch drin. Und es gibt noch eine Reihe von weiteren Geschichten, nämlich wenn wir uns die Rückseite anschauen, werden wir sehen, wir haben 3 Kameralinsen. Neben einer 48-Megapixel-Kamera, die wahrscheinlich hier irgendwo drin sitzt, nicht wirklich um den Ring hier selber drin sitzt, haben wir noch eine 8-Megapixel-Kamera für den Telefotobereich und eine 13-Megapixel-Kamera für den Ultraweitwinkelbereich. Full-HD-Videos können aufgenommen werden, aber auch 4K-Videos können aufgenommen werden. Und hier sehen wir auch nochmal, was hineingesteckt werden kann. Es können 2 Nano-SIM-Karten hineingesteckt werden. Es gibt keine Speichererweiterung, das heißt, ihr müsst euch das Gerät aussuchen, was ihr haben wollt. Entweder 64 GB interner Speicher oder 128 GB Speicher. In dem Fall habe ich jetzt die 128 GB Variante. Hier sehen wir auch nochmal eine Besonderheit, ein roter Knopf. Ein roter Knopf zum Anschalten. Das ist auch was Besonderes für Xiaomi-Geräte. Und wir sehen auch das Design auf der Rückseite mit der blauen Variante hier zu den Seiten hin, die abgerundet sind. Das liegt gut in der Hand und wir sehen keinen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, weil der Fingerabdruckscanner befindet sich hier tatsächlich unterm Display. So, machen wir mal die Folie ab. Oh, das war nur die Folie für die Pop-Up-Kamera, die sich hier oben befindet. Das heißt, hier sehen wir die Pop-Up-Kamera. Hier sehen wir auch erfreulicherweise einen 3,5 mm Klinkenanschluss, den man auch benutzen kann. Und auf der Unterseite können wir erkennen einen USB-Typ-C-Anschluss und einen Lautsprecher. Und natürlich ein paar Mikrofone und hier auch der SIM-Karteneinschub. So, jetzt machen wir mal tatsächlich die Folie auch ab. Da ist ab. Und auf der Rückseite die Folie. Die kann man auch noch abmachen. Man muss nur rausfinden, wie. Anscheinend geht das Ganze so. Und dann sehen wir die Rückseite auch ohne irgendwelche komischen Symbole. So, jetzt kann man das Gerät mal anmachen, um zu gucken, ob es auch startet. Es sollte genügend Saft drauf haben, sodass das Ganze auch starten kann. Und während es startet, schauen wir uns mal an, was sich hier noch so befindet. Hier haben wir einen Netzlader für den USB-Typ-C-Anschluss. Ja, steckt richtig tief drin. Und hier sehen wir schon, MIUI 10 ist auch schon gestartet auf dem Gerät. Das ist also die aktuellste Version des Android-Betriebssystems, basierend auf Android 9.
Und wir können hier einfach mal weitergehen und das Ganze auch einrichten. Das werde ich später nochmal machen. Und hier das Netzladeteil, das muss ich ein bisschen rausfriemeln. Das steckt wirklich sehr tief hier drin. Ich kann euch aber verraten, dass dieses Netzteil ein 18 Watt Netzteil ist. Das Gerät selber mit dem Snapdragon 730 kann aber, glaube ich, 23 Watt laden. Das heißt, falls ihr ein Quick Charge 4 fähiges Ladegerät habt, könnt ihr auch damit laden und dann sollte das auch funktionieren. Was wir jetzt hier auf dem Display sehen, ist der Einrichtungsassistent und wir sehen aber auch schon wunderbar an den Seiten, wie dünn die Ränder sind und dass es dort tatsächlich keine Kamera gibt, sondern es sich um eine Pop-up-Kamera handelt. Ich könnte jetzt hier einfach mal durchgehen. Und dann kann ich den Fingerabdruck benutzen. Hier wird dann nochmal erklärt, wie der benutzt wird. Also damit er ordentlich funktioniert, darf keine Schutzfolie angebracht werden oder nur eine offiziell kompatible. Dann sage ich verstanden und dann fange ich an mit dem Scannen. Und dann scannt er halt meinen Fingerabdruck. Mehrmals. Auch hier mehrmals anders draufdrücken, damit eben er möglichst viele ein bisschen was unsicher ist, aber durchaus funktioniert. Und hier sehen wir dann das auf der Oberfläche. Ihr seht ein wunderbares AMOLED-Display. Wir sehen die MIUI-Oberfläche und jetzt kommen wir zum Highlight des Gerätes, der Pop-Up-Kamera. Da wollen wir natürlich zulassen, dass sie auch an den Fotostandard denken kann. Und da haben wir jetzt die normale Kamera und wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommt mit einem Ton die Pop-Up-Kamera rausgefahren und ihr seht, die Kamera macht auch hier ein interessantes Geräusch und eine kleine Animation. Oben links kann man es, glaube ich, sehen. Es leuchtet blau. Die rote Variante würde natürlich dann in Rot leuchten. Das Tolle an der Geschichte ist, ich kann es mal versuchen von oben zu zeigen so ein bisschen, dieses LED ist nicht nur eine Spielerei, sondern es wird das Ganze auch als Beleuchtung hier für so einen kleinen Ring benutzt. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, aber bei Benachrichtigungen gibt es ja keine Benachrichtigungs-LED, sondern ein Onscreen-Display. Aber das hier kann auch als Benachrichtigungs-LED tatsächlich benutzt werden. Das ist also auch eine schöne Geschichte. So, das war's für das Unboxing des Xiaomi Mi 9Ts. Falls ihr weitere Informationen dazu haben wollt, könnt ihr natürlich dann auch noch in den einschlägigen Webseiten nachschauen. Und bis zum nächsten Mal.